Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Super Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir eigentlich nur Cutscenes betrachtet und heute wollen wir tatsächlich mal irgendwas machen. Und zwar müssen wir jetzt mit Tippi den Fahrstuhl benutzen. Ach ja, ach Super Paper Mario, es ist schon ein geiles Spiel. Es ist zwar nicht so ein super geiles Mario wie es die Legende im Ionentor ist, aber die Legende im Ionentor kann man eigentlich auch nicht wirklich überbieten. Das ist ein Speicherblock. Hier entlang bitte. Komm mit mir. Okay, Tippi. Hi. Oh, hallo, das hier ist Super in Flipstadt. Wir haben hier nicht viele Besucher, also würde ich froh, dass wir uns getroffen haben. Und meine Stimme stirbt gerade wegen Bowser. Also, nicht wundern. Hi. Mist, ganz vergessen, dass der Aufzug gerade gewartet wird. Du dumm. Ich wollte bei Safrania essen gehen, aber jetzt muss ich wohl warten. Komisch, es gibt einen Aufzug, aber keine Treppe. Ja, aber was soll denn das? Das ist nicht unbedingt gute Stadtplanung. Das ist sogar sehr schlechte Stadtplanung. Jetzt sehen wir den Aufzug. Plopp, plopp. Fährt er wieder nach oben? Tatsache. Dum, 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 dum. Zur Herzhölle geht es hier lang. Komm bitte mit. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen, was sie uns sagt. Hey, weißt du das über das schwarze Zeug am Himmel? Sieht übel aus, aber ich habe kein Thema, was es ist. Es ist nur der Untergang der Welt. Es ist nichts Großes. Na du? Was sagst du? Hi. Hey. Was ist denn das? War gestern noch nicht da. Ist eine Wolke explodiert? Ach, was rede ich denn da? Wenn eine Wolke explodiert wäre, wären wir das, oder? So, ja, ja. Herzsäule. Nähere dich und platziere das reine Herz. So, wir können da natürlich nicht durchlaufen, wir können aber das hier machen. Und suddenly erscheint eine Tür. Sehr gut. Jetzt zurück zu Merlon. Alright, Leute. So, was ich gerade bemerke, was ich euch wahrscheinlich erzählen sollte. Ich hatte, glaube ich, gestern... Ja doch, gestern einen seltsamen Traum. Und zwar habe ich geträumt, dass unsere Welt... also ich habe zuerst mal so ein Loch im Himmel gesehen, weil like, guys, Leute, hallo... Geist ist noch im Himmel. Und ich hatte den Traum schon öfters. Das war das erste Mal, dass ich im Traum jemanden überzeugen konnte, dass da ein Loch im Himmel ist. Und die Person von meinem Dadenverlag, ach, das ist normal. Unsere Welt ist halt, unser Universum ist das Größte, das es gibt. Und das ist gerade ein bisschen am Zerfallen. Vielleicht solltest du diesen Block anstoßen, bevor wir zur Merlon gehen. Ich mag nicht in Projekten speichern. Sie zwingt mich nicht, sehr gut. Und unser Universum war halt so groß, dass andere Universen auch was davon wollten. Und dann fing es an, ausgefranst zu werden. Und es gab so spezielle Leute, die... ich erzähle später weiter. Oh, da seid ihr beiden ja wieder. Sieh nur, eine Tür. Diese Dimensionstür soll den Helden bis zum nächsten reinen Herzen bringen. Irgendwo hinter dieser Tür liegt das nächste der übrigen 7 reinen Herzen. Tippi, du musst Mario helfen, das reine Herz zu finden. Natürlich. Mario, ich habe hier etwas, das dir auf deiner Reise von Nutzen sein wird. Die Rückzugsröhre. Eine magische Röhre, die zurück nach Flipstadt führt. Mit dir kannst du von überall im Universum nach Flipstadt zurückkehren. Verwende sie, wann immer du auf schnellsten Wege zurückkehren musst. Um die Rückzugsröhre einzusetzen, wähle im Menü wichtige Items aus. Aber denk dran, in manchen Gebieten funktioniert sie nicht. Im nächsten Bogen aus dir steht, dass der Held einen Dimensionsweisen trifft. Von ihm würde die Drehtechnik erlernen. Ich bin ziemlich sicher, dass damit mein Freund Sophustus gemeint ist. Also geh durch diese Tür und finde Sophustus. Oh je. Na dann los.
So. Auf geht's. Ah, stimmt. Knicke die Knack. Ein Riss im Dimensionsgefüge und unsere Lehre entsteht. Graf Knickwitz ist zufrieden. Alles ist so, wie im dunklen Prognostikum vorhergesagt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Welten untergehen. Knicke die Knack. Ja, es ist spitze, Graf. Zuerst entledigt ihr euch dieser lustlosen Welten. Und er schafft eine perfekte Welt ohne Krieg und diesen ganzen Firlefanz. Ja, niemand mag nur süßes Zeug. Ja, eine perfekte Welt. Das klingt magisch. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Sorry, zu spät. Was zum... Ich bin vor mir hier. Was ist hier los? Na, O'Clock? Schlafen? Was, du großes Dummerchen? Nicht einfach pünktlich zu sein, wenn man ein schönes Hirn nur Muskeln hat. Hey! Nach mir brauchst du mit der Form, um da nicht zu kommen. Zeig dich, Mimi! Wo bleibt denn alles Bett? Du kannst dich doch nicht auch mit Grafengesicht rumhängen. Amüsant, Mimi. Und fast so elegant wie Graf Knickwitz. Oh, ich danke euch, Graf. Jetzt habt ihr jedes Mal ein Lächeln auf mein Gesicht. An der Seite des Grafen zu sein, so stelle ich mir die perfekte Welt vor. Ich dachte eigentlich, dass ein Traum aus einem Schwimmbecken voller Edelsteine und einer Mannschaft muskelbepackter Rettungsschwimmer besteht. Die Dimensio, hast du mein Tagebuch geschnüffelt? Ich meine, egal. Nun, jedem Schergen sein Pläsierchen. Nach dem Ende dieser verkommenen Welten werden eure Träume erfüllt von Graf Knickwitz. Aber zuvor müssen wir den Anweisungen des dunklen Prognostikums folgen. Übrigens, dieses Thema erinnert mich an ein wichtiges Memo. Anscheinend gab es kürzlich unerlaubte interdimensionale Aktivitäten. Es scheint sich um den Helden zu handeln, der in der Verzeihung erwähnt wird. Wir benötigen einen Plan, um diesen Typen unschädlich zu machen. Ein Eindringling? Es ist wirklich der Held. Bist du sicher, Anastasia? Interessant, interessant. Wir müssen diesen Merkmal schnell Einhalt gebieten. Graf Knickwitz! Damit ich das so auf die Reihe kriege. Dieser Held, der ist nicht erwünscht. Klingt, als müsste ich mich mal um ihn kümmern. Ich gebe ihn schön eins auf die Glocke. Also gut, O'Clock. Kümmere dich darum, aber enttäusche Graf Knickwitz nicht. Darauf könnt ihr euch vergrafen, Graf. Ich mach ihn fertig. Mimi, die Benzio, kommt mit. Da gibt's Keile und ihr dürft es euch ansehen. Deine Kellerei sehe ich mich hin und wieder ganz gerne an. Nun denn, dann werde ich mich auch mal auf den Weg machen. Dieser Held will also tatsächlich Graf Knickwitz trotzen. Er sollte sich beeilen, denn bald existiert seine Welt nicht mehr. Knicke die Knack. Und wieder einmal wurde Mario gerufen, um die Welt zu retten. Kann er Graf Knickwitz in seinen dunklen Plan stoppen? Werden er und Prinzessin Peach sich wiedersehen? Ein interdimensionales Abenteuer bricht an. Kapitel 1-1. Das Abenteuer beginnt. Ein sehr langer Prolog war das. Ah, stimmt, da war ja was. Ich kann das reine Herz spüren, aber es ist noch weit entfernt. Merlin hat uns geraten, seinen Freund Sophustus zu finden, um die dimensionale Technik zu erlernen. Wir sollten ihn schleunigst aufsuchen. Und noch etwas, wenn du Informationen über das Bestimmte benötigst, verwende meine Kräfte. Ich weiß über viele Dinge Bescheid. Richte einfach die Wii-Fernbedienung auf den Bildschirm. Tippi wird sich auf den von dir anvisierten Punkt konzentrieren.
Drücke dann A, sobald du das rot umrandete siehst, um Informationen zu erhalten. Ziehe Tippi so oft zu Rate, wie du magst. Sie wird dir gerne helfen. Oh yeah. Ja, das sieht dann so aus. Es ist gerade etwas blöd, weil ich... Das ist halt ja. Okay, das kann Tippi. Ich würde aber sagen, Leute, wir... Hey, was hast du denn zu dem Goomba? Ein Goomba. Er ist einer der Lakaien Bowsers. Max KP 1 und Angriff 1. Sie stehen auf der untersten Stufe der Lakaienleiter. Niedriger geht's nicht. Sie haben auch keine außerordentlichen Fähigkeiten. Aber auch Goombas haben ihre Fans. Schwer zu glauben, ich weiß. Also, hallo, es gibt so viele coole Goombas. Bonk. Wir kriegen hier Punkte. Keine XP. Es ist halt, tatsächlich etwas anders als die alten 2 Paper Marios. Ein Pilz, schnapp ihn dir und regeneriere oder der KP. Es ist halt, ich meine, ihr werdet sehen, falls ihr das Spiel nicht kennt. Nee, da geht's nicht rein. Oh no. Na, Kumpel? Bonk. So, und hepp. Und hepp. Also ihr seht, es ist halt komplett 2D bisher. Na, Kumpel? Na, Kumpel? Oh, da geht's aber rein. Und es ist halt nicht wirklich so papiermäßig wie die alten 2 Paper Marios. Und hier hat das eigentlich auch schon angefangen, so dass Paper Mario nicht mehr unbedingt ein RPG war, whatever, sondern halt eher zu so einem, was auch immer die neuen Paper Mario sein sollen, geworden ist. Hm. Ob das das Haus ist? Hier ist aber niemand drin. Dieses Haus ist nicht leer. Irgendwas ist hier. Ich kann es fühlen. Ich kann dir dabei helfen, versteckte Dinge zu finden. Verwende meine Kräfte. Ja, da ist nämlich eine versteckte Tür. Eine versteckte Tür? Augenblick, ich mache sie sichtbar. Ja, ja, wie fies ist das denn? Eine Tür. Lass uns eintreten. Aber ich finde, das ist trotzdem auch ein sehr... Das ist ein cooles Spiel. Wer ist der Mann mit diesem Verschnitt von dem Part, der da vor mir steht? Und woher nimmt er die Dreistigkeit, hier einfach so einzudringen? Also bitte, wie konnte dieses zarte Bärtchen meine geheime Tür entdecken? Bleib da stehen. Rotes Hemd, auffallend weiße Handschuhe, flotte Mütze. Aha, du trägst das Gewand des Helden der Prophezeiung. Du bist der große Held. Oder ein Heldendarsteller. Ja, welche Aufwachung. Als ob du direkt aus dem lichten Prognostikum gehüpft wärst, du. No, no. Es ist Mario. Er ist so gekleidet, weil er der wahre Held ist. Merlon hat uns geraten, euch aufzusuchen. Merlon, nur sein riesiger Bart kann sich mit meiner haarigen Glorie messen. Und wenn er es glaubt, dann bist du wohl der wahre Held, glaube ich. Wohlan denn, wie es die Prophezeiung vorhersagte. Ich, Sophistus, verleihe dir hiermit die Gabe, von nun an die Dimensionsdrehung verwenden zu können. Und das für den einmaligen Preis von nur 10.000 Münzen. Du verlangst eine Bezahlung für das Lehren des Helden der Prophezeiung? Das ist einfach unfassbar. Wieso denn? Selbst der große und herrliche Sophistus hat Ausgaben. Und warum soll man dem Helden der Welt auf ein Silbertablett, die Welt auf ein Silbertablett servieren? Weil sie Helden glauben, sie können ständig alles kostenlos bekommen. Lumpige 10.000 Münzen sind doch nichts für einen so großen Helden. Na, sagt ihr, kommen wir ins Geschäft? Nö. So ist es also. Gut, gut, ich werde mich mit allen Münzen, die im Moment bis jetzt begnügen. Sind wir uns einig? Ja gut, ich nehme die 4 Münzen. Hervorragend, lass uns mit der Lehrstunde beginnen. Ja, das ist super. Flimmidi, flammidi, flum. Diggidi, duckidi, dumm. Zibidi, zabidi, zum. Shabum. Flip, flippari. Ich, Sophistus, habe dir die Fähigkeit verliehen, die Dimension zu wechseln. Drücke einfach A, um zwischen 2D und 3D sich zu wechseln. Was sagst du? Das sieht an die Schuhe aus, nicht wahr?
herausfinden, was A ist, sollten wir von Bewohnern einer anderen Dimension beobachtet werden. Diese Wesen würden es verstehen. Ihr fehlt Bartling und Verstand dazu. Mit dieser Methode kannst du jedenfalls versteckte Wege und Items entdecken. Aber beachte, verwendest du diese Fähigkeit zu lange, verlierst du KP. Oh yeah. Wir können jetzt den hier. Nenne die Fähigkeit, dich zu drehen, um in die 3D-Ansicht zu wechseln. Dreh dich zwischen 2D und 3D-Ansicht. Löse so Rätsel und finde Verstecke. In der 3D-Ansicht wird sich deine Drehleiste leeren. Ist die Drehleiste leer, verlierst du KP. Dreh dich also rechtzeitig wieder zurück. In der 2D-Ansicht füllt sich deine Drehleiste wieder automatisch auf. So. Pilzmix, KP-Trank, der 10 KP und Vergiftung heilt. Und ein Panzergeg. Und sonst hat er, liebe Sophustus, nichts Interessantes in seiner Wohnung. Na Kumpel, sagst du noch was? Befindest du dich in Gefahr, drücke einfach. Vielleicht rötet es dich. Aber Vorsicht, verwendest du die Methode zu lange, verlierst du KP, okay. Was da für deine neue Möglichkeit? Naja. So, Leuten, das ist so ein bisschen der Clou an diesem Spiel. Feuerstoß. Was es natürlich ein bisschen anders macht. So, man kann davon halten, was man will. Ich fand es damals und heute immer noch eigentlich relativ cool. Genau. Und in der 3D-Ansicht ist die Welt nicht so, wie sie scheint. Leider fühlt sich das relativ langsam wieder auf. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr, sehr cool. Kuppelkapseln, kleine Versionen deiner selbst, werden dir folgen. Sie fügen Gegnern, die sie berühren, Schaden zu. Ach stimmt, das gab es ja auch noch. So. Alright. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Okay, Kumpels. Wuhu, sie leben alle noch. In Richtung... Joa, ne? Da oben ist was. Hä, wie komme ich da oben denn hin? Da ist eine Karte! Gut. Und hier gibt es zwei Röhren. Gucken mal, ob die hintere irgendwo hinführt. Ich nehme das als vielleicht. So, auf jeden Fall geht's jetzt durch die Tür. Kommen die Kumpel mit? Ja! Besiege ihn, um möglichst viele Punkte zu erkämpfen. Hast du genügend Punkte, steigen deine Level, deine KP oder deine Angriffskraft. Drücke Plus um... Ja, alright. Also Gegner besiegen bringt auch quasi XP. Whoops. So, Kumpelkapsel. Do your thing. Und, ja, cool. So. Ah, es ist doch cool, das wieder zu spielen. Die Kumba-Karte. Mit einer Gegnerkarte erhöht sich der Schaden, den du deinen Gegnern zufügst. Je mehr Karten, desto besser. Deine Angriffskraft lässt sich so enorm steigern. Oh, stimmt. Hier war das ja so. Das System ist... es ist... So. Leider können wir hier Gegner nicht wirklich scannen. Es gibt später dann eine... Komm zurück. Eine Möglichkeit, sage ich mal, Gegner in Karten zu verwandeln, aber es ist halt so meistens... Es funktioniert nicht immer. Oh yeah! Oh Gott, es gibt ja 1000 Punkte. Wie viele mein Kumpels leben noch? Ein paar. Das ist mehr als keiner. Bonk. So ist es hier. Okay. Gut. Boinks. Und ups. Hier fängt es dann auch schon bald an. Mit Dimensionen wechseln ist wichtig. Also, ich meine, vorhin hat es ja auch schon eigentlich angefangen, aber ein Blumensegen. Für eine Weile wird es Blumen mit Münzen ringen. Oh, stimmt! Oh mein Gott, das gab's ja auch. Ich finde das gerade. Die will ich haben. So. Ja, Cash Money in diesem Spiel ist meistens relativ rar. Und. Okay, das war's. So, dahin können wir noch gehen und dann war's auch für heute, Leute. So.
Punkte ergattert. Bonk. Und bonk. Ich glaube, wir werden einfach vor der nächsten Tür stehen bleiben. Und zack. Ja, genau, hier. Oder geht's hier noch weiter? Nö, aber das ist ein Gegner. Gut. So, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich schon, eigentlich mit diesem wunderschönen Spiel weiterzumachen. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.